Hallo zusammen, hier ist wieder Attila und heute wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute so einen kleinen Toy Guide präsentieren. Heute geht es um ein Toy, was wir hier in Terra Mortis uns besorgen können. Und zwar schimpft sich das hier Makaris Minentasche. Und das habe ich eben bekommen. Das kriegen wir nämlich einmal aus verschiedenen Kisten raus. Und zwar habe ich das aus dieser sandgeschliffenen Kiste bekommen. Es kann anscheinend aus diesem Morsworn Supply Chest auch rauskommen. Ja, ich habe es aus dieser Sandkiste bekommen. Und ich zeige euch mal, wo wir sind. Wir befinden uns einmal hier hinten in der Ecke auf den Koordinaten 61, 17. Und für diese Sandkiste müsst ihr einfach hier in dem Gebiet Gegner töten. Und dann bekommt ihr hier diese sandgeschliffenen Truhen-Schlüsselfragmente. Und wenn ihr 5 Stück habt, könnt ihr die kombinieren zu einem Schlüssel. Dann könnt ihr die Kiste aufmachen. Meine war jetzt hier oben in der Ecke, ne, bei den Koordinaten 61, 17. Die sind aber, glaube ich, die können an mehreren Stellen tatsächlich spawnen. Und wenn ihr die aufmacht, habt ihr halt eine geringe Chance, dass das drin ist. Wie hoch die Chance ist, kann ich euch aktuell noch nicht sagen. Auf WoW Head gibt es noch leider keine Drop-Chancen eingeblendet, weil wir noch relativ früh im Patch sind. Ich vermute aber, dass sie nicht sonderlich hoch sein wird. Wir können das Ding uns jetzt einmal angucken und dann auch ausprobieren. Also wir lernen das einmal und dann gucken wir mal, wo wir es haben. Makaris, genau. Was macht das? Also benutzen steht einfach nur dran, 10 Minuten Abklingzeit. Also ich vermute mal, das wird Minen auch... Okay, ich habe jetzt hier ein Feld voll Minen, was ich, wenn ich da reinlaufe. Ah, die gehen hoch. Okay, verstehe. Okay, eins ist schon mal despawned. Du wirst runtergeschmissen. Ich frage mich natürlich, ob da, wenn da andere Chars reinlaufen, dasselbe Problem ist. Ich bin hier mit dem Main nebenbei auch noch da. Ah, man kann auch andere Leute zum Fall bringen, ne? Interessant, du wirst halt kurz umgeschmissen. Lustig. Ich denke mal, Mobs kannst du damit nicht beeinflussen, aber zumindest andere Spieler ein bisschen ärgern, ne? Kleines Minenfeld aufstellen ist auf jeden Fall eine ganz coole Sache. Wenn ihr das Ding farmen wollt, ich habe auf WoW Head gelesen, dass anscheinend diese Kiste, diese sandgeschliffene Kiste, einen Daily Lockout habt. Also pro Char könnt ihr das anscheinend nur einmal pro Tag farmen. Heißt, ihr killt hier einfach so die Non-Elite und Elite-Mobs, macht dann die Kiste auf und wenn ihr Glück habt, habt ihr es drin. Und ja, dann gibt es halt noch die andere Kiste, wo ihr es quasi auch rausbekommen könnt. Also dieses Morsworn Supply Chest. Ich vermute, dass das die andere hier oben ist. Die Herrschaftstruhe könnte das wahrscheinlich sein. Und da kann man halt, glaube ich, mit so Domination Keys die aufmachen, die da drüben. Und ja, da weiß ich jetzt aber ehrlich gesagt noch nicht, wo man die farmen kann. Werde ich, denke ich mal, auch nochmal irgendein Video zu basteln. Gut, damit war es das eigentlich mit dem kleinen Toy Guide. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich weiterhelfen. Euer Tila, bis zum nächsten Mal. Ciao.